Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind im Gegensatz zu den GRÜNEN oder den Regierungsfraktionen, leider auch zur SPD, zu einem anderen Ergebnis gekommen, was den Gesetzentwurf hier angeht, der jetzt in dritter Lesung abzustimmen ist. Und deshalb haben wir ja auch noch einmal, nachdem sehr kurzfristig, nämlich am Tag der Beratung im Sozialpolitischen Ausschuss, diese überraschende Änderung am Gesetz seitens der Koalitionsfraktion vorgenommen werden sollte, dann auch noch einmal einen eigenen Änderungsantrag eingebracht, der drei Punkte enthielt. Der erste Punkt war die Rücknahme dieser Änderung, die seitens der Koalitionsfraktion eingebracht wurde, weil hier eine Relativierung vorgenommen wurde, die ja auch beabsichtigt ist, die letztendlich zu keiner Rechtsklarheit und zu keiner Rechtssicherheit führt. Mit der Einfügung des Wortes insbesondere in § 6 Absatz 1 und sich daraus ergebenden weiteren Änderungen wurden die Aufzählungen, die hier drinstehen, zu reinen Regelbeispielen herabgestuft. Es können also in Zukunft auch andere sozusagen Beispiele genannt werden, weshalb zusätzlich also die prägende Wirkung für die Genehmigung von Sonntagsöffnungen möglich ist. Das steht im Übrigen schon in der Begründung im Koalitionsänderungsantrag so drin, was ich jetzt hier vorgetragen habe. Das kann man auch nachlesen. Das ist gewollt. Es soll so die Begründung die Handhabung des Rechtsrahmens verlässlicher machen. Es soll praktikabler werden für die Genehmigungsbehörden, also in dem Fall für die Kommunen. Und es soll eine Erleichterung sein bei der Begründungspflicht und mehr Klarheit und Planungssicherheit geben. Das alles ist nach unserer Erfahrung wird so nicht eintreten. Also in der Tat, es wird erleichtert, dass diese Genehmigungen stattfinden, aber es wird voraussehbar zu einer weiteren Klageflut führen, die man eigentlich vermeiden wollte. Das ist bedauerlich, denn der Gesetzentwurf, den die Landesregierung vorgelegt hatte, orientierte sich klar an der Rechtsprechung und war entsprechend auch ausformuliert und wäre eine gute Grundlage gewesen, sozusagen hier auch die Verwaltungsgerichte in Zukunft zu entlasten. Das soll nicht sein. Sie haben dem Druck der Kommunen und der Arbeitgeberverbände nachgegeben. Das müssen Sie dann letztendlich verantworten. Zweiter Punkt, für uns war es wichtig als LINKE, wenn man schon nach Jahren ein Ladenöffnungsgesetz hier berät und wieder berät, dann auch über die Frage von Öffnungszeiten nachzudenken. Wir haben in Hessen bekanntermaßen die längsten Öffnungszeiten, die man sich vorstellen kann, nämlich von montags bis samstags von 0 bis 24 Uhr. An all diesen sechs Tagen können 24 Stunden dürfen alle Geschäfte öffnen, die das wollen. Das führt zu Durcheinander, mehr Wildwuchs, wie auch immer. Das erleben wir, dass die einen schon zu haben, die anderen noch auf haben und so weiter. Daran haben sich viele gewöhnt in der Zwischenzeit. Aber Blick in andere Bundesländer, z. B. auch nach Bayern, zeigt, dass eine klare Regelung von Öffnungszeiten, also auch im Interesse, nicht nur im Interesse der Beschäftigten, und das sind immerhin 240.000 in Hessen, die im Einzelhandel beschäftigt sind, davon 80% Frauen, davon viele alleinerziehende Frauen, die dann, wenn um 7 Uhr geöffnet werden soll, zum Beispiel um 5 oder 6 Uhr schon aufstehen müssen und nicht in der Lage sind, zum Beispiel, wenn sie alleinerziehend sind, ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten vorzubereiten oder gar hinzubringen. Das Gleiche gilt dann für abends, wenn 22 oder 23 Uhr noch Läden geöffnet sind, gleichermaßen. So, hier sind wir der Meinung, dass wir Öffnungszeiten wieder einführen sollen. Die gab es ja über viele Jahrzehnte, auch in Hessen, und zwar so, wie die gewerkschaftlichen Forderungen sind, von montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 7 bis 16 Uhr. Das würde dem Schutzbedürfnis der Beschäftigten im Einzelhandel auch zuträglich sein. Dritter und letzter Punkt.
Im Ladenöffnungsgesetz von Thüringen gibt es schon seit vielen Jahren als Schutzregelung ein Verbot von Beschäftigung an zwei Samstagen im Monat. Da die Tarifbindung immer wieder abnimmt, und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, ist es auch die Aufgabe eines Gesetzgebers aus unserem Verständnis, eine solche Regelung, die im Übrigen vom Bundesverfassungsgericht für rechtskonform angesehen wird, auch in das Hessische Ladenöffnungsgesetz mit aufzunehmen. Auch diesem Vorschlag ist die Mehrheit leider nicht gefolgt. Deswegen werden wir den Gesetzentwurf der Regierung ablehnen. Über den Gesetzentwurf der FDP brauchen wir gar nicht zu reden. Den lehnen wir schon dreimal ab. Vielen Dank.